Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von GTA 5. Ja, wir sind mal diesmal wieder bei GTA 5 und das ist ein Schmuckwagen. Schöner Rennwagen. Ja, also, ja, ich habe mir auch mal ein paar Autos gegönnt, wieder mal. Wollte mal wieder Zeit und ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Mac GTA mache oder Black Ops oder Minecraft, könnt ihr entscheiden. Also wie gesagt, aber ich mache jetzt mal wieder ein GTA 5 Let's Play und ja, könnt ihr ja dann entscheiden. Naja, fahren wir mal ein bisschen mit dem Auto herum. Ach Mann, nee. Naja, ich war letztes Wochenende hatte ich einfach keine Zeit gehabt, um mein Let's Play zu machen. Entschuldigung deswegen, aber ich glaube, ups. Deswegen wollte ich mir nicht gleich den Kopf abreißen. Und ja, also ich habe hier auch jetzt mehr eine Villa gekauft. Oder ich habe ja eher zwei. Ich habe noch die zweite, setzt die Straße hier hoch. Dann habe ich zwei Apartments und ein Haus. Also ein eigenes Haus für mich. So, ja, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, naja, levelmäßig hat sich auch kaum was verändert. Also ich bin bei Level 281, sonst eigentlich nichts Besonderes. Naja, und es würde mich auch mal freuen, wenn ihr mir auch mal wieder auf die Kommentare mal schreiben würdet. Und nicht irgendwelche Leute gleich immer wieder, ja, willst du meinen YouTube-Account abonnieren, dann abonniere ich dich auch. Also ich schau gerne auf die Accounts, wie gesagt, vorbei. Also wenn sie auch gut sind, abonniere ich sie auch, als wenn sie mir gefallen. Also mir gefällt nicht alles, wie gesagt. Ja, und ja, also dann könnt ihr es ja, ihr könnt mal auf euer Account hinweisen, nur mal einen kleinen Tipp machen, aber nicht so gleich, ja, schau mal vorbei, ich abonniere dich, wenn du mich abonnierst oder sowas, also nur darauf mal hinweisen, dass man vorbeigucken kann ohne das Abonnieren. Dann würde ich auch mal bestimmt vorbeigucken. Und dann kann ich ja zurückschreiben, ob ich dich abonniert habe oder auch nicht. Aber wie gesagt, es ist einfach so. Man sollte sich auch erstmal, wenn man erst angefangen hat, gegeneinander helfen. Man sollte auch mal zusammen Let's Plays machen. Wenn ich endlich mal rausgefunden habe, wie das geht, dass man Freunde mithören kann. Also wenn ich Let's Plays mache, jetzt bin ich aber nicht mal alleine, weil, naja. Ja, es früh um 8 ist und ich glaube, keiner jetzt groß hat Bock irgendwie mit Let's Plays zu machen. Aber ich glaube schon, dass erst so heute Mittag oder heute Abend das Let's Play rauskommen wird. Weil ich halt einen Laptop hochlade und, naja, bisschen erkältet sonst. Nix, ja, wie gesagt, also heute Abend oder heute Mittag kommt das hoch, das Video. Ja, und also wie findet ihr auch eigentlich das Auto? Hat das Rockstar gut gemacht? Also ich finde, das hat eigentlich Rockstar ziemlich sehr gut gemacht. Also ich hatte das ja auch schon so normal in meinem Garage, also brauchte ich ja nicht viel auftunen. Crew-Lackierung, Crazy Dog bin ich drin, also ist auch ziemlich sehr gute Crew. Der hat ein Freund von mir errichtet und eigentlich die Crew ist ja gut. Ich weiß nicht, ich glaube, wir suchen auch noch Leute, also Deutsche, die auch vernünftig spielen, nicht ohne Grund welche abballern und mit denen man auch Spaß machen kann zusammen. Also, wer Interesse hat, kann mich ja anschreiben. Und ja, dann können wir mal, kann ich ja mit denen dann sprechen. Wenn du dabei bist, dann, also der Interesse hast. Ja, und dann, wie gesagt, also Crazy Dog. Wir haben die Crewfarbe, die ist jetzt leuchtend rot, also wie gesagt. Crew-Emblem sieht so aus, also ich habe es mal auf mein Handy hochgezeigt, also wie gesagt, ihr seid eigentlich willkommen.
die, wie ich gerade was aufgelistet habe. Und man kann erschießen, Spaß mitmachen und einfach vernünftig sorgen, nicht so immer gleich, wenn irgendeiner von uns Kopfgeld hat, oh, erschieß ich gleich. Man kann ja mal fragen, kann ich ein Kopfgeld haben, dann ist es ja auch erledigt. Wenn diejenige ja sagt. Aber sonst nicht, also. Ja. Und ja, was könnte ich noch sagen? Ja, auf jeden Fall. Es freut mich auch, dass ihr bisher immer, also dass ich bisher noch immer bei den 13 Abonnenten bin, also dass keiner weggegangen ist, weil ich jetzt letzte Zeit kaum habe, Videos hochzuladen. Naja, also ich sag auch den Grund, Arbeit großmäßig, oder wenn ich Wochenende mal frei habe, habe ich nicht so groß, da bin ich ein bisschen im Ruhezock, aber heute habe ich mich mal wieder entschlossen, ein Video zu machen. Vielleicht mache ich auch noch später noch eins. Mal gucken. Vielleicht von Minecraft oder Black Ops. Mal gucken. Ja. Naja, wie gesagt. Ja, was könnte ich denn noch sagen? Nein, nix. Ah, nein. Scheiße. Ist so ein Kratzer, kann man ausbeulen. Und wegpolieren. Kann man auch noch wegpolieren. Kann man alles wegpolieren. Ist alles easy. Kann ich also selber reparieren. Kann man auch wegpolieren. Okay, okay. Das kann ich jetzt nicht mehr so ganz wegpoliert. Muss ich ein bisschen lackieren. Oh, okay, ich glaube, ich lasse heute mit Auto fahren. Ich wäre auch mal froh, wenn ich jetzt nicht. Ich bin mal aus dem Verhandlungsradar rausgekommen. Ein Wunder ist geschehen. Und bestimmt spawnt gleich irgendein scheiß Polizeifahrzeug vor meine Fresse. Das weiß ich jetzt schon. Ja, gut, es ist nicht vor meine Fresse gespawnt, aber es ist schon vor mir. Also wenn ich jetzt mit dem Tempo weitergefahren wäre, hätten die mich. Oder die haben mich auch jetzt schon so. Nee, doch nicht. Ah, gut. Das Spiel meint es auch mal gnädig mit mir. Ah. Schnell weg da. Das U-Bahn. Und das sind Cops. Sehr viele Cops. Nein. Ah, Cops losgeworden. Juhu, geil. Ja, naja. Wie gesagt, ich wollte auch mal mich freuen mit jemandem zusammen ein Let's Play so machen. Mit einem bestimmten YouTuber. Wenn er sich das anguckt, der wird bestimmt angucken, das weiß ich. Dich meine ich genau. Ich kann nicht so den Namen merken, also. Das ist noch mein Problem. Also so groß Namen merken kann ich mir auch nicht so ganz. Also wenn es zu viele Namen sind, dann kann ich die mir nicht alle merken, aber ich glaube er weiß schon, wem ich meine. Ja. Ja. Ihr habt es alle gesehen, er ist vor mein Auto gesprungen. Ich habe ihn nicht angefahren, er ist vor mein Auto vorgesprungen. Das ist also immer, wenn ich durch die Stadt fahre und irgendwie einfach so aus Langeweile fahre, komme ich immer am Strand an. Immer. Was soll ich hier? Soll ich mir etwa ein Yacht angucken oder was? Wenn hier mal entstehen würde. Warte. Warte mal, wie viele Spieler sind. Ich bin doch öffentliche Lobby. Ah, öffentliche Lobby. Einfach der Spieler. Einer. Geil. Echt, ich bin alleine. Ist auch mal praktisch. Gegner-Modi? Nee. Keine Lust auf Gegner-Modi. Also, wie gesagt, wie findet ihr auch eigentlich das Auto? Das habe ich schon mal gesagt, aber trotzdem könntest du ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Auto auch habt und wie. Also, ich weiß ja nicht, wie das zweite Auto drauf ist. Wollte ich mir eigentlich mal holen, aber habe ich bisher nicht gemacht. Ja. Ja, wie gesagt, eigentlich. Ja.
wie ich sage, ich finde eigentlich, das war so richtig nice. Das hat richtig Rucksack gut gemacht. Bloß doof war es, dass halt nur zwei Autos waren, mehr nicht. ja. Das hat jetzt keiner gesehen. Sag mal, schlafen jetzt noch alle oder was? Die schlafen noch irgendwie alle, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die schlafen wirklich noch alle, ey. Ja, okay, es ist ja schon fast 9 rum oder 8. Na, 9 rum ist es bestimmt bald. Und naja, da schlafen doch großartig sehr viele. Die abends lang gezockt, naja, ich habe nicht so lange gezockt die Nacht, naja, kein Bock gehabt, einfach auf Fernsehen geguckt, D-Max, guck ich immer gerne den Sender, D-Max, der echte Sender für Männer, keine Schleichwerbung, ich mache keine Schleichwerbung für D-Max, war ich nicht. Ich glaube, ich wechsle mal das Auto. So. Ich sogar ohne Navi einzustellen, bin ich in meiner zu meiner Villa gekommen. Lol. Sonst brauche ich immer Navi, weil ich sonst immer aufgeschmissen bin. Lol, der Motor ist sogar an. Aber da haben wir jetzt rausgemacht, dass man jetzt hier, wenn man in der Garage ist, Fahrzeugtüren aufmachen kann. Das fand ich doof, warum die das gemacht haben. Fahren wir Muscle Car? Nö. Nö. Nee, auch nicht. Den? Muss ich mir auch überlegen. Den? Nee. Muss ich mir auch noch überlegen. Naja, gerade kein Bock darauf. Aber ich auch mal wieder gerne fahren. Mein Nissan GT-R. Oh, den habe ich schon seit der PS3, das Auto ist so. Das Auto ist schon so extrem lange da. Es ist das längste Auto, was ich bisher habe. Ah, oh, wenn ich mich doch daran erinnere, was ich alles früher mit der PS3 mit dem Auto eingerichtet habe. Und wie oft ich das schon umlackiert habe und Felgen geändert habe. T20? Nee. Na, nehmen wir mal den neuen. Bin ich bisher kaum gefahren. Und wollte mal wieso gucken, was da alles aufgeht. Warte. Ach, hier, alle. Oh, es geht ja wirklich alle Türen auf. Oh, schöner Motor. Boah, ey, der Kofferraum passt ja echt so viel rein. Oh, das ist ja echt unfassbar. Ich glaube, mit dem Auto kann man nicht einkaufen fahren. Oder irgendwas mal abholen von jemandem. Naja, wie gesagt, hier sieht man auch noch was Gutzeichen. Wie gesagt, also, ihr seid eigentlich also der vernünftige Zock, der ist willkommen in unsere Kuh und naja, dann ja. Hier sehen wir. Könnt ihr euch mal ansehen. So, ja, wie gesagt, ich muss ja das Video kappen, weil es ja nur 15 Minuten geht, leider. Oder länger, keine Ahnung, ich weiß nicht. Müsste ich mal nochmal nachgucken, aber wie gesagt, es freut mich auch eigentlich so, dass ihr es so... ja, so nehmt, wie es ist, am besten. Ich mache halt nicht die perfekten Videos, wie gesagt, es wird auch mehr Spaß machen, wenn ich zu zweit wäre und den Admin auch hören würde. Wie gesagt, Livescreen, also ich habe schon mal was gehört von Livescreen machen. Ja, gut, aber... finde ich auch dann doof. Weil, das ist doch dann irgendwie auch ein bisschen...
Deswegen ist ja das Aufnahmegerät da, um auch alles aufzunehmen, was man macht. Stimmen, Stimme von Freunden, Spielsound und halt das Bild. Also das Spielbild. Das wäre noch extra zu das Livestream zu starten, ist auch ein bisschen doof. Ups. Naja, ich glaube, ich überfall noch mal einladen. Weil, wie gesagt, ich will über 1 Million kommen, dass ich 1 Million auf der Hand habe. Okay, nicht auf der Hand, das wäre ein bisschen idiotisch. Kann ich auch gleich hier alle mein Geld schenken. So, warte, muss ja fluchtbereit stehen, das Fahrzeug. Vorne links, so. Guten Tag. Es ist bestimmt keiner mehr. Also müssen echt steinhart sein, wenn die so auseinanderbrechen. So, und jetzt abhauen. Wie immer. Kennt man ja eigentlich schon. Ey, ist das nicht euer... Ja, kommt, Alter. Fickt euch. Au. Kann man alles neu lackieren. Kann man alles neu lackieren. Ach, fällt nicht auf, der kleine Kratzer, oder? Nö, nö, nein, 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 nein. Ah, oh Gott, Alter, ich war in Radar und der hat mich nicht gesehen. Ah, oh Gott. Oh mein Gott, es ist ein Online-Spieler hier drin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist ein Online-Spieler mal wach geworden. Oh, Level 2, ja. Soll ich mal trollen? Ich troll den mal. Ich glaube, der geht jetzt raus. Ja, da fange ich mal mein Level 2er antun. Ich wollte meinen GTA Online begrüßen. Muss man auch mal sein. Ich dachte, ich treffe nicht, schieße. Bam, tot. Hey, der bleibt aber drin. Also der haut nicht ab. Ich kenne viele andere Spieler, wenn man der immer gekillt hat. Aber ich glaube, viele andere Spieler der auch nicht bei mir. Also, wie gesagt, erst Level 2. Warte, guck, er ist... Level 2 und jetzt ist noch einer drin. Und der ist Level 132. Oder habe ich jetzt den 132er getötet? Nee, nein. Der ist ja VIP, der Typ. Ja, das ist VIP. Also das ist VIP. Oh, Autobahn, da will ich rauf. Da will ich rauf. Ich will auf der Autobahn rauf. Oh, ach nee, okay, da kommt man rauf. Okay, gut.
Jetzt will ich einfach mal gucken, wie das aussieht, wenn man mit dem Auto auf der Autobahn fährt. In Ego. Ja, das haben sie aber auch ziemlich sehr gut gemacht mit Radio, dass man wirklich auch sieht, was da im Sender gerade drin ist, was für Musik, oder? Ja, müsste der Titel sein, glaube ich. Wow, ist ein bisschen komisch, in Ego zu fahren. Ich müsste mal mehr Ego wieder spielen, fällt mir gerade so auf. Ne? Ja, fährt eigentlich echt so. Ich finde das Auto ist auch ziemlich sehr gut. Ich freue mich aber schon auf das Valentinstag. Da kommt wieder das eine bestimmte Auto, was sehr viele haben wollt, was ziemlich sehr selten geworden ist. Das kam mir aber auf der PS3 raus. Der. Ja, was mit Rivas. Jetzt komme gerade nicht auf den Namen hier. Dieser ganz alte Klassiker da, den man immer beim Rennen fahren kann. Der kommt ja wieder raus. Also, der soll wieder beim Valentinstag dann rauskommen. Bei meinem Dienstag-Update. Mal gucken, ob so ist. Wenn ja, naja, ich habe den älteren. Ich glaube, ich bleibe bei meinem älteren. Ich weiß nicht, wie der neue aussieht. Naja, können wir gespannt sein, ob das Update, ob das rauskommt, das Auto. So, okay, damit verabschiede ich mich und jo, dann bis zum nächsten Mal.